Wie war eigentlich das Treffen mit dem Typen, den du irgendwas in der Tüte übergeben hast? Lief das auch ganz gut? Was war da überhaupt drin? Was? Konnte ich leider nicht sehen. Aber dich habe ich gesehen. War da die Kohle vom Matrix drin, Olivia? Hast du die Kohle aus dem Matrix geklaut? Miller, ich kann's erklären, okay? Okay. Das ist wegen Miguel. Hätte ich dem Typen die Kohle nicht gegeben, dann weiß ich nicht, was er mit mir angestellt hätte, okay? Okay. Schade, ich dachte, du kommst zu mir. Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich hätte dir geholfen. Ich bin doch deine Freundin, Mann. Du hättest mir geholfen? Genauso wie du mir bei Dean geholfen hast? Ha? Was? Genauso wie du mir mit Dean geholfen hast, Miller? We are young. We are strong. Wir haben jetzt mit ihrer gesamten Belegschaft gesprochen. Wir konnten leider keine Anhaltspunkte dafür finden, wer das Geld gestohlen haben könnte. Wir leiten auf jeden Fall unsere Notizen weiter an das Dezernat. Die werden sich auf jeden Fall darum kümmern. Die werden ermitteln und die werden sich in den nächsten Tagen telefonisch bei Ihnen melden. Dankeschön. Wirklich gerne. Dank. Wir wünschen Ihnen trotzdem einen schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Und was haben die gesagt? Also wir haben jetzt alle befragt, konnten nichts ermitteln. 50.000 Euro sind weg. Es muss einer aus dem Team gewesen sein, hundertprozentig. Team? Nein. Ach, wie kann sowas passieren? Wie kann sowas? Ist es komisch, warum sowas passiert? Vielleicht liegt es ja daran, dass man das Geld, anstatt auf die Bank zu bringen, irgendwo in eine Schrankwand stellt. Ich bin ins Büro, weil ich sage, 10 Euro kann man in der Tasche haben, sich ein Eis kaufen. 50.000 Euro, muss man gucken, in Bank. Das ist eine Institution, dass das Geld sich braucht. Die waren im Büro, okay? Ja, aber so, Lida, die geht zur Bank, das sind 50.000 Euro. Ja, okay, ich bin aber nicht direkt zur Bank gegangen. Richtig, jetzt hat sie verstanden. Jetzt hat sie verstanden. Hey, ja, aber ganz ehrlich, weißt du, wie viele Fehler... Ja, okay, dann war es vielleicht ein Fehler, aber weißt du, wie viele Fehler du schon hier gemacht hast? Bei mir ist noch nie Geld weggekommen. Was heißt Fehler? Was für Fehler? Oh, letztes Mal hat Dean dir aber den Arsch gerettet, weil der sich um den VIP-Bereich gekümmert hat, okay? Ja, sonst hätte nämlich auch einfach... Ja, da hätte trotzdem jemand Geld aus der Kasse nehmen können, weil du nicht an deinem Platz warst. Weil du lieber wieder irgendwelche Leute bummst. Du bist aufgeregt, ich verstehe das, aber... Ja, du bist anscheinend auch aufgeregt. Was glaubst du eigentlich? Warum wohl? Okay, Leute. Ja, das ist... 50 Euro, als es passiert. Ja, es ist scheiße, aber das, was du machst, das bringt überhaupt nichts. Alter, Kalk, jetzt haben wir hier ein Blatt Papier zwischenmachen, weil es jetzt Feierabend ist. Ja, ist doch nicht schlimm. Ist ja auch passiert. Hör auf, hier rumzutanken. Ey! Jetzt ist Schluss, Freund Blase, Mann! So, ich muss jetzt das nächst schlimmere Problem lösen. Ich muss nämlich Mike anrufen und ihn auch noch in Kenntnis setzen. Das wird ja nicht schlimm. Hör jetzt auf! Geh! Ab! Hau ab! Kann er richtig gut vertragen. Schön noch Stresssituationen jetzt, wo er in der Reha ist. Schatz, ich weiß, du warst eigentlich super stolz auf mich, aber naja, das Geld, was wir Silvester alles eingenommen haben, das ist halt einfach... Eben, das wird Mike verstehen. Er weiß doch, dass du da nichts für kannst, ja. Das hätte ihm genauso passieren können, dass... Du kannst ihn ja auch mal alles erklären. Und ja, eben. Wenn es überhaupt ruhig wird. Egal, ich geh mich frisch machen, rufen an. Danke fürs Dasein, ja. Kein Sie. Ja. Danke, Schatz, aber ich weiß, ich nehme das jetzt einfach auf meine Kappe, okay? Danke dir. Danke, aber ich war einfach leichtsinnig. Okay, okay. Ich dich auch. Ciao. Und? Der ist irgendwie eurer Meinung. Es ist passiert, ist scheiße, aber ich trage keine Schuld. Ich nehme das trotzdem auf meine Kappe, das war scheiße. Hör auf damit, denn... Weil das nicht passieren, es hätte nicht passieren dürfen. Okay? Ja, okay, Miller, aber hast du das Geld geklaut? Nein. Mann, Fehler passieren und du bist auch nicht, also du bist perfekt für uns, aber... Eben, das ist absolut nicht deine Schuld. Und jetzt? Was ist die Situation gerade? Dass ich hier noch wochenlang alleine bin, weil Mike nicht da ist? Dass ich scheiße schwanger bin, den Laden hier irgendwie kontrollieren muss und was passiert? Dann passiert sowas jetzt gerade, wo wir gute Zahlen schreiben? Okay, aber du bist nicht alleine. Ich glaub nur, es ist doof. Aber... Miller, du bist nicht alleine. Du hast ein Team hinter dir, was zu 100% immer da ist. Alle hier. Eben. Und dann gibst du uns einfach mehr Aufgaben. Ich kann auch was übernehmen. Ich kann auch mehr als die Bar. Ihr übernehmt gar keiner irgendwelche anderen Aufgaben. Dann seid ihr alle überarbeitet und dann fallen mir hier alle weg oder was. Dann stehe ich hier irgendwann alleine immer. Oh. Ja, gut. Okay, setz dich. Siehst du, die Einzige, die hier überarbeitet ist und irgendwie Stress hat, bist du. Muss ich mal kurz ausruhen. Soll ich dir ein Wasser holen oder so? Wow, wow, wow. Du musst dich mehr ausruhen, Miller. Toni? Ja? Ich sehe für den Land hier gerade ein bisschen schwarz, okay? Ja. Okay, weißt du was? Ich bin deine Cousine und ich entscheide, dass wir dich jetzt nach Hause bringen. Sehr gut. Ja. Miller, bleib doch mal sitzen. Sag mal. Schatz. Muss ich jetzt einen Lappen holen oder was? Wegen Fruchtblasentechnisch oder ist es zu früh? Piet, hast du nicht irgendwas zu tun? Irgendwas? Geh einfach, bitte. Vielleicht, ihr kennt euch auch. Was ist das denn für ein jämmerlicher Anblick? Ich kann mich ja noch nicht mal auf meinen eigenen Beinen halten. Ich glaube, dieser Diebstahl hat mir gerade echt den Rest gegeben.
Am liebsten würde ich jetzt einfach nur noch unter einer Decke und da 2 Wochen nicht mehr rauskommen. Keine Tränen. Könnt ihr jetzt bitte gehen? Du setzt dich jetzt erstmal. Könnt ihr jetzt, ihr müsst euch ausruhen. Hör doch mal auf zu meckern. Ja, die Einzige, die sich ausruhen muss, das bist du. Okay, aber ihr braucht auch mal euren Schlaf, ne? Könnt ihr euch bitte hinlegen? Mädels, ich mach das schon, okay? Wirklich? Ja. Okay. Aber wenn was ist, rufst du an. Okay? Natürlich, so wie du mich immer anrufst. Gute Besserung. Tschüss, mein Schatz. Danke für eure Hilfe. Tschüss, ja. Tschüss. Ciao. So. Jetzt versuch mal ein bisschen zur Ruhe. Das ist doch scheiße. Mann, mir wurde Kohle aus der Kasse geklaut und es war einer von uns. Vielleicht war das nicht jemand von uns, vielleicht war es ein Gast. Bullshit, Olli. Da stehen Securities davor. Und ich kann es einfach nicht ab. Ich habe Vertrauen zu meinen Mitarbeitern und ich wurde beschissen. Scheiße, Mann. Und ich war einfach zu Hause und hatte Unterleibsschmerzen. Wäre ich da gewesen, dann hätte ich das vielleicht verhindern können. Vielleicht Olli. Hätte ich irgendwas mitbekommen Olli. Und hätte einschreiten können. Nein, mach dir jetzt bitte kein schlechtes Gewissen. Danke. Okay, dann mach dir auch kein schlechtes Gewissen. Du fängst an. Nein, du kannst anfangen. Im Endeffekt, wie oft passiert denn das in einem Laden? Wie oft passiert denn das, dass irgendwas in der Kasse fehlt? Ah, warte, bevor du und Mike überhaupt das Matrix übernommen haben, ist es doch auch schon ein paar Mal vorgefallen. Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich als Gogo oder generell, wir Gogos, wir wurden immer dafür verurteilt, dass wir irgendwie angeblich was aus der Kasse rausgenommen haben. Hm? Und außerdem, Mann, die Kackbullen, die werden sich schon darum kümmern. Also versucht durchzuatmen. Außerdem wird doch eh die Versicherung dafür aufkommen. Das muss ich erst noch mal abklären. Aber trotzdem, Olli, das ist einfach... Jemand hat mich verarscht, jemand hat mich hintergangen und das aus meinem Team. Es tut scheiße weh. Aber jetzt kannst du eh nichts dagegen machen. Lass die Bullen ihren Job machen, okay? Und versuch runterzukommen. Das wird sich alles aufklären, okay? Ich werde dir jetzt einen Tee machen, werde dann für dich einkaufen gehen und dann schaue ich noch mal nach dir. Du bist ein Schatz. Ich weiß. Du auch. Also chill. Soll ich dir helfen, die Schuhe auszuziehen? Nein, das kriege ich hin. Danke, meine Engel. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Danke. Welchen Tee willst du? Oh, was Beruhigendes. Okay. Danke. Kein Ding. Hallo. Was geht? Haben wir eigentlich uns schon geeinigt, was wir zum Abendbrot heute essen? Was ist das? Na, das ist ja von meinen Mitarbeitern. Werden gerade welche gefeuert? Nee, aber mir wurden 50.000 Euro aus meiner Kasse geklaut. Was? Ja. Und das waren jetzt Leute aus dem Team, also von den Leuten, die du am meisten vertraust und die deswegen in deinem Team sind. Genau, und deswegen tut es ja auch gerade so weh, weil es einfach Leute sind, die ich eingestellt habe, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite, denen ich vertraue, meine Arbeitsfamilie. Und irgendein Schwein von denen hintergeht mich und klaut mir 50.000. Alter. Ja. Okay, wann hast du jetzt alles? Naja, ich bin jetzt gerade bei Olli, die bin ich auch nochmal durchgegangen, aber kann eigentlich nicht sein, weil die lag gestern mit Unterleibsschmerzen auf der Couch. Die war ja nicht auf Arbeit. Nee. Okay. Nee, ich habe sie gestern vor dem Loft gesehen. Also gestern Abend. Ich habe Nino und Chiara nach Hause gebracht, dann haben wir uns, die sind nach oben und dann war Olli da. Mit irgendeinem Typen. Mit einem Typen? Nicht so datemäßig, sie hat ihm eine Mülltüte gegeben. Eine Mülltüte? Habe ich mich auch gefragt. Was war da drin gewesen? Ich habe es halt nicht gesehen, weil es dunkel war. Okay. Jo, sie hätte Zeit gehabt. Was? Sie war alleine mal kurz im Büro. Sie hätte Zeit gehabt, das Geld zu klauen. Oh. Wir feiern Weihnachten mit ihr und dann beklaut sie dich? Pass auf, sie ist gerade einkaufen für mich. Sie kommt ja gleich wieder hierher und dann werde ich sie erstmal darauf ansprechen. Einfach mal damit konfrontieren. Alles okay. Ich hoffe nicht, dass sie es war. Wenn, dann ist Feierabend, aber ich wie gesagt, ich spreche sie erstmal noch an. Ja. Dann hast du einkaufen warst. Sehr gerne. Wie geht's euch beiden? Besser. Ja? Konntest du dich ein bisschen hinlegen, dich ausruhen? Ja. Ja, sehr schön.
Schatz, tut mir leid. Wegen den ganzen Stress und Ärger im Matrix habe ich voll die Ego-Nummer geschoben. Wie geht's dir denn überhaupt? Du lagst da gestern mit Unterleibsschmerzen flach. War's schlimm? Ja, aber Gott sei Dank ist es besser. Ich lag auf jeden Fall gestern Abend durchgängig im Bett mit Wärmeflasche und ein paar Schnulzen. Du guckst Schnulzen? Oh ja. Mann, ey, muss es dir ja wirklich dreckig gegangen sein. Voll. Wie war eigentlich das Treffen mit dem Typen, den du irgendwas in der Tüte übergeben hast? Lief das auch ganz gut? Was war da überhaupt drin? Was? Konnte ich leider nicht sehen. Aber dich habe ich gesehen. War da die Kohle vom Matrix drin, Olivia? Hast du die Kohle aus dem Matrix geklaut? Miller, ich kann's erklären, okay? Okay. Das ist wegen Miguel. Hätte ich dem Typen die Kohle nicht gegeben, dann weiß ich nicht, was er mit mir angestellt hätte, okay? Okay. Schade, ich dachte, du kommst zu mir. Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich hätte dir geholfen. Ich bin doch deine Freundin, Mann. Du hättest mir geholfen? Genauso wie du mir bei Dean geholfen hast? Ha? Was? Genauso wie du mir mit Dean geholfen hast, Miller? Wegen dir ist Dean in London und will nichts mehr von mir wissen. Okay, und wir sind getrennt, okay? Weil du deine Fresse aufgemacht hast. Das war meine Sache. Du hättest meinen Mund aufgemacht. Ja, hast du aber nicht. Und deswegen ist er abgehauen, weil du gekniffen hast. Olivia. Aber es sollte meine Entscheidung sein und nicht deine. Und ja, mit Leni. Wow, ich habe sie fast verrecken lassen. War meine Schuld. Okay, gebe ich zu. Das wissen wir ja alle. Mit der Kohle, okay, ich habe dir auch genommen. Gar kein Ding. Aber weißt du was? Du bist einfach so erbärmlich. Du hast mir einfach aus der Hand gefressen. Wie so ein kleines Miststück hast du mir jede Lüge abgekauft. Oh Gott, das ist so lächerlich. Alles, was ich dir vorgelogen habe, hast du einfach geglaubt. Alles! Ich hab dich so gut manipulieren können. Das ist unglaublich. Das ist so traurig. Das tut mir so leid für dich. Weißt du? Für euch beide tut mir das sowas von nicht leid. Okay, reicht. Weil ich dich richtig konnte. Ach so, weißt du was, meine Süße? Ich hab dich ja nicht nur fast umgebracht damals, als ich dich fast überfahren habe. Hab ich nicht vergessen, ne? Sehr gut. Ich hab ihr die Drogen untergejubelt. Niemand anderes. Nicht mein Bruder, niemand sonst, sondern ich. Ich hab's gemacht und alles sei froh, dass ich noch nicht mehr gemacht habe. Verpiss dich. Was? Ah, ich soll mich... Verpiss dich. Okay, ich nehme kurz meine Tasche. Okay. Ach so, eins wollte ich euch auch noch sagen. Verschwind! Brand! Verpiss dich, Junge! Oh. Ihr kleinen Weißt du was? Ich liebe dich, meine beste Freundin. Dann hat sie uns beiden praktisch den Mittelfinger gezeigt und ist dann aus. Wow. Ja. Ey, wie kann man so asozial sein? Naja, komm. Nee, aber die kann doch nicht einfach so ihre beste Freundin hintergehen. Die beste Freundin, das war ich doch schon lange nicht mehr, Toni. Die hat mich seit Wochen, hat die mir einfach nur dreckig ins Gesicht gelogen, hat mir ins Gesicht gelächelt. Nichts davon war ehrlich gemeint. Das ist trotzdem keine Entschuldigung, ey. Boah. Ich wollte mich auch noch mal bei dir entschuldigen, okay? Was? Diese Drogensache. Ey, nee, Miller, stopp. Du hast dich erstmal für gar nichts zu entschuldigen. Das war alles Olivia, okay? Das geht alles auf ihre Kappe. Das ist richtig. Dich trifft absolut keine Schuld, okay? Du hast ja jetzt kein schlechtes Gewissen, oder? Alles gut. Nee. Nee, du hast recht, mich trifft doch keine Schuld. Ja. Ich meine, hätte irgendjemand wissen können, dass sie mich seit Wochen verarscht. Habt ihr irgendwas gepackt? Ich hab nichts davon. Nein, das hat ihr wahrscheinlich Bescheid gesagt. Ja, und ich bin halt voll darauf reingefallen. Also tut mir leid, Olli, muss man eins lassen. Dieses Spiel, was sie gespielt hat, das hat sie perfekt gespielt. Ja. Und sie hat's durchgezogen. Das stimmt. So traurig, wie das auch ist. Und diese ganzen Katastrophen, die mir passiert sind, haben mir einfach ein viel besseres Selbstbewusstsein gegeben. Ich meine, die ganze Scheiße, die ich jetzt wieder durchgestanden habe, bin ich schon stärker rausgegangen. Und ich weiß, Ladies, es klingt ein bisschen komisch, aber wir stoßen jetzt darauf an, auf Olivia, und ich bin ihr sogar super dankbar. Mhm. Aber die geht gut. Ja, dadurch, okay. Dass dieses Miststück ihr wahres Gesicht gezeigt hat, wir jetzt alle wissen, wer Olivia Alves ist und diese Schlampe nie wieder in mein Leben ist. Aber du zeigst die an, oder? Ich zeig die richtig an. Wird zwar vielleicht nichts bringen, aber eine Sache schon. Ich gebe das, wovor Olivia am meisten Angst hat, was sie mir eigentlich anrichten wollte, was aber nicht ganz geklappt hat, weil ich euch noch hab. Für immer allein zu sein, dass sie keiner liebt. Sie wird nie wieder Liebe erfahren, diesen Charakter, den sie hat.
Auf Olivia. Böse, böse. Yeah. Frau. Langsam Angst. Auf Olivia Alves, forever alone. Forever alone. Forever alone. Scheiße, tat es gut, Miller alles gesagt zu haben. Und dabei ihre blöde Scheißfresse zu sehen. Sie wird bestimmt die Bullen rufen. Fuck, ich muss so schnell wie möglich meine Sachen zusammenpacken. Die kriegen mich nicht, die Miller kann mich mal. Bevor ich Berlin verlasse, lasse ich es nochmal krachen. Aber so richtig. Ach du süße Maus, Müller, du kannst dich auf jeden Fall warm anziehen. Denn ich habe noch ein Abschiedsgeschenk für dich. Ich weiß nicht, ob du mich schon blockiert hast. Aber wenn du das doch noch abhören solltest, okay? Ich will eigentlich nur, dass du weißt, dass ich dich immer geliebt habe. Ich hab dich immer geliebt. Aber das ist jetzt vorbei. Weil wenn du mir nicht helfen willst, okay, fein. Dann f*** dich, Dean. Ich hasse dich. Ich habe Rache geschworen. Jetzt soll Miller meine Rache auch zu spüren bekommen. Ich brauche irgendwas, um sie richtig leiden zu lassen. Ich dachte, du hast ja... Piet. Leute, könnt ihr mir so passen, was denn da los ist? Ist teuer, die Technik hier. Ich wollte jetzt hier Homestories drehen. Die Zuschauer wollen euch ja in eurem natürlichen Habitat hier zu Hause sehen. Wohnt ihr alle zu viert hier? Ja, ne? Wir wohnen ja alle zu viert hier. Auf dem Hausboot, unter einem Dach. Wie ist es? Cool. Ja? Ja. Emmy, was hast du? Ich habe keine Ahnung, von wem die rote Rosen, das ja, steht für genau, Liebe. Genau, okay. Du weißt nicht, von wem die Rosen sind. Das ist schon echt ein bisschen Klischee und eklig. Ne? Okay, Basti.